Thailand verbietet Doge, Hypecoins, Shitcoins, NFTs, Social Token und alles Mögliche und dreht völlig am Rad. Goldman Sachs bietet bald auch Ethereum an und Porsche steigt ins NFT-Business ein. Freunde, Gang, wir müssen reden. Dementsprechend, Freunde, heiße ich euch natürlich herzlich willkommen und die Bärchentasse ist back. Wir sind am Start, das Dreamteam Bärchentasse und Kryptokolle. Dementsprechend auch an alle, die neu da sind, herzlich willkommen. Einmal unten abonnieren, ihr tut uns allen einen riesigen Gefallen, damit ich erzähle jeden Tag dasselbe. Ihr wisstet ja nicht, weil ihr neu da seid, aber ist so. Abonniert einfach. Ihr werdet es nicht bereuen, hoffe ich zumindest. Und dementsprechend gehen wir jetzt rein in die Masse wie Freiwildgiraffen, Freunde. Ja, was haben wir denn? Thailand verbietet Dogecoin und NFT. So lautet die Überschrift von der Schlagzeile, die ich gelesen habe auf BTC Echo. Aber es ist noch viel dramatischer und weitreichender. Ne? Denn ich wurde alleine von der Überschrift dieses Titels angezogen, bin auf die Schlagzeile draufgegangen und dachte mir so, ey, geile Sache, die wollen Doge verbieten, weil Doge keinen Wert hat und weil Doge, abgesehen von seiner Größe und von seiner Manipulationsmacht, ein Shitcoin ist. Hab mich schon gefreut, geh dann da drauf und denk mir so, oh, okay Mois, was machen die denn jetzt? Also die wollen im Grunde alles verbieten, Freunde. Ich sag's euch so, wie es ist, die wollen im Grunde alles verbieten, ne? Weil die reden da auch von Social Token wie Elongate, die reden von Utility Token, die reden von NFT-Projekten, alles soll weg. Es sollen nur noch Projekte bestehen bleiben, die einen Hintergrundwert haben und die einen echten Zweck, also Use Case, Anwendungsfall, wie VeChain beispielsweise oder IOTA, aufweisen. Dann bin ich ein bisschen weiter runtergescrollt und fand ziemlich lustig. Dann stand da, die Begründung dafür ist, die möchten nicht, dass etwas so eine Manipulationsmacht hat. Und als Beispiel nannten sie dafür den Einfluss von Elon Musk auf den Dogecoin. Dogecoin? Jetzt geht das wieder los! Die haben uns alle wieder beruhigt. Die haben den Dogecoin als Beispiel genannt und Elon Musk, der also so einen Einfluss darauf hätte, was ja erstmal stimmt. Aber ich dachte mir, Mois, dann müsst ihr auch Bitcoin verbieten, denn Elon Musk beherrscht die Up and Downs des kompletten Marktes mit nur einem einzigen Twitter-Post, den er nicht über Dogecoin verfasst, sondern spezifisch auf Bitcoin und kontrolliert damit alles. Weiß ich nicht, wo die damit hinwollen. Wollen die jetzt komplett Krypto verbieten? Also wir hatten das Thema, hatten wir das gestern, vorgestern, in dem Holland-Video auf jeden Fall. Du kannst Krypto nicht ausschalten, also Bitcoin hat keinen Ausknopf und alles andere im Prinzip auch nicht. Aus der Bärchentasse schmeckt es nochmal besonders wild. Pardon. Und ja, also komische Entwicklung in Thailand. Wir müssen mal abwarten, wo das hinführt, was das für einen Einfluss und für einen Impact auf den Dogecoin an sich hat. Denn die Überschrift bezieht sich nur mal auf Deutsch, aber wie gesagt, es geht viel weitreichender in die gesamte NFT-Utility-Social-Token-Kategorie. Da soll alles ausgemerzt werden und ist in Thailand nicht mehr erlaubt, also komplett untersagt, ist verboten. Wie gesagt, wir hatten das Thema vor ein paar Tagen. Jetzt ist die Frage, wie weit kommen die damit durch, können die das durchsetzen und wie wollen die das überhaupt regulieren? Und dann kann man nur hoffen, dass sich kein weiteres Land Beispiel daran nimmt. Also im Falle El Salvador, dass sie den Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel einführen, sind wir uns ja alle einig, sind wir voll dafür, dass jedes Land diesem Beispiel folgt, aber im Beispiel Thailand, bitte nicht, also Länder, haltet euch davon fern, hier uns unser Kryptomarkt kaputt zu machen. Ich bitte euch, ja. Baba Elon, tu irgendwas. Dadash, Slashish, du musst dann irgendwas machen. Bratan, bitte, ich bitte dich, ja. Mach nicht so mit uns. Und als zweite sehr geile News, Freunde, haben wir die Investment-Großbank Goldman Sachs wird bald auch Ethereum-Produkte anbieten. Ihr erinnert euch, war eine große Schlagzeile und hat sich extrem auf den Kurs wieder gespiegelt, dass die Bitcoin in ihrem Bestand aufgenommen haben. Dazu gehörte auch JP Morgan etc. Jetzt dreht sich erstmal um Goldman Sachs. Goldman Sachs, ganz, ganz dicker Bankenfisch in den USA. Für die, die es nicht wissen, die sich jetzt denken, Digga, was ist ein Goldman Sachs? Ist das jetzt wieder so ein Pornostar oder ist das ein Drogenboss? Nein, das ist eine ganz, ganz einflussreiche Großinvestmentbank in den USA und fast auf der ganzen Welt vertreten. Jetzt nicht nur USA, lasst euch jetzt nicht täuschen. Ja, und die gehen so weit, dass die sagen, wir erkennen das Potenzial von Kryptowährungen und die Zukunftsorientierung so sehr an, dass wir jetzt auch bald dann Ethereum-Produkte in unserem Bestand aufnehmen. Und das ist eine, Freunde, wie gesagt, ne, dass wir posaunen das immer so raus, als ob das mal eben so nebenbei wäre. Das ist eine dicke Sache. Das ist eine dicke, fette Sache. Ich merke, wie ich schon wieder die ganze Zeit kurz davor bin, einen Schlaganfall zu kriegen und irgendwie mich zu verhaspeln. Mir geht's so auf den Sack, ich sollte mal zum Logopäden oder wie die Viecher auch heißen, keine Ahnung. Aber Goldman Sachs geht da in eine richtige Richtung und das ist eine Richtung, die wir uns für so gut wie ganz Krypto vorstellen können. Da bin ich ehrlich zu euch, ich sage es ja immer wieder und ich kann es nicht oft genug sagen, Krypto ist die Zukunft und jeder, egal, Großbank, Hochfinanz,
Regierungen müssen und werden das anerkennen. Das ist so. Lass das noch ein paar Jahre dauern. Deswegen reden wir immer von unseren 5 gesunden Hodeljahren. Aber der Zeitpunkt wird kommen, Freunde. Und dann knallt's, ja. Und noch eine sehr, sehr geile Sache, die passiert ist. Porsche steigt in so einen richtig schönen, nicen, fetten, getunten Porsche Panamera und ballert auf die NFT-Autobahn. Aber nicht Porsche selbst jetzt so, macht jetzt NFT-Business, sondern werden ein Startup finanzieren. Ja? Die Firma FanZone aus Berlin ist ein junges Startup von jungen Unternehmern und hat sich einfach mal eine Lizenzpartnerschaft beim DFB geholt. Also die kommen einfach aus dem Nichts, machen ihre Firma auf und holen sich im Anschluss direkt mal eine Lizenzpartnerschaft der deutschen Nationalmannschaft. Das ist eine wilde Sache. Wer sich jetzt fragt, ja, warum machen die das denn? NFT, wir sind hier im Krypto-Künstlerbereich, ja. Das wird so ein Panini-Heftchen-mäßiges Ding. Also ihr versteht schon, Sammelkarten in digitaler Form als NFT bringen die dann an den Mann und Porsche dachte sich so, ja Mann, geile Scheiße, da pumpen wir unser Geld rein. Wir verkaufen einfach so ein paar 911er, nice Sache, nehmen das, stecken das in dieses Startup FanZone. Ich finde es wirklich eine sehr, sehr gute Sache. Ich gehe davon aus. Weil Freunde, wir müssen bedenken, diese NFT-Geschichte, die ist noch nicht so lange jetzt präsent und noch von etabliert können wir überhaupt noch gar nicht reden. Wenn da so ein Unternehmen wie Porsche kommt und das fördert, das ist wirklich eine gute Sache. Und diese NFT-Geschichte bin ich sowieso überzeugt von, die wird sich durchsetzen. Auf lange Zeit, das ist immer interessant. Das ist immer interessant. Leute haben da einfach Interesse dran. Und vor allem, wenn es um Fußball geht, um Fangemeinschaft geht. Wir könnten ja beispielsweise so ein Krypto-Gang-NFT machen mit der Bärchentasse. Das wäre halt übertrieben wild. So bin ich ehrlich zu euch. Können wir uns an eine Wand hängen, ist nice. Aber wenn es um Fußball geht und um Fangemeinschaft, um soziales Beisammensein, ihr wisst, wie bekloppt manche Fangemeinschaften sind. Und Panini hat sich damals auch immer bewährt, auch jetzt für die ganz Neuen unter uns, die war vielleicht nicht im 1900er Zeitraum geboren wurden, also die 2000er unter uns. Panini-Heftchen waren so Sticker zu Fußball-Events, WM, EM, Bundesliga-Saisons, wo man Sammelsticker sich kaufen konnte. Da gab es dann so wie Wundertütchen, man wusste nicht, was drin ist, man hat sich das Ding am Kiosk gekauft. Hatte dann so ein Heftchen dazu und konnte dann sammeln und einkleben. Und das war ein Riesenrenner. Also das war ein Umsatzmagnet ohne Ende. Ja? Bis ins hohe Erwachsenenalter sind die Leute total drauf abgefahren. In den letzten 10 Jahren, würde ich sagen, ist dieser Hype irgendwo zurückgegangen. Und FanZone hat sich gedacht, wir holen diesen Hype zurück, aber auf Zukunftsbasis, nämlich Krypto. Wir ballern das in digitaler Form auf NFT. Finde ich eine sehr, sehr nice Entwicklung. Könnte sich dementsprechend, wenn da ein paar Nachahmer und Nachzügler kommen, was ja positiv wäre, das ist absolut nicht negativ gemeint, sich in gewissen Preiskursen widerspiegeln. Da ist dann noch abzuwarten, in welche Richtung das geht, welchen Coin genau, welche Kryptoprojekte genau. Aber das wird was. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Da finde ich keinen negativen Aspekt dran. Wundervoll. Nur mal kurz angemerkt, Freunde, für die, die es gestern vielleicht nicht mitgekriegt haben, ne, ihr seht das Video am Donnerstag, ich habe es am Mittwoch aufgenommen, ich rede aus der Heute-Perspektive, ihr müsst jetzt an gestern denken. Ava, mal schön auf dem Schirm haben, ist ganz gut abgegangen. Ne? Dementsprechend, die Leute entdecken jetzt auf einmal Ava für sich, Urlaubsbranche geht wieder los. Booking.com übrigens offizieller Partner der EM. Und offizieller Partner von Travalla. Macht man Knick im Ohr, Freunde. Die Reise geht los. Ne? Die Reise geht los, ist auf jeden Fall eine wilde Geschichte. Und sonst ist Standpunkt jetzt nicht allzu viel Dramatisches passiert, Freunde. Also ja, wir schwanken hier wieder ein bisschen. Ne? Gestern sahen die Zahlen nochmal ganz anders aus, beziehungsweise vorgestern. Aber wir sind ganz beruhigt, ne, Freunde, ihr wisst ja, hodeln. Umso, guck mal, ich mache das jetzt nochmal als kleinen Appell für die, die sich jetzt wieder so ein bisschen. Die sich so ein bisschen einscheißen, weil die Zahlen wieder rot sind. Freunde, guck mal, jeden Dip und jeden niedrigen Kurs, den wir kriegen können, nehmt den einfach mit und seid glücklich darüber. Denn es wird der Zeitpunkt kommen, wo wir solche Preise uns herbeisehnen. Bitcoin liegt jetzt wieder unter 40. Wunderbar. Und ich für meinen Teil hoffe, er fällt noch tiefer, ne? Damit wir wieder günstige Kurse mitnehmen können und rein in die Masse wie Freiwildgiraffen. Ihr kennt die ganzen Geschichten, Freunde. Dementsprechend wäre nice, wenn ihr einfach mal, packe ich euch rein, wenn ihr einmal Instagram pushen könntet, einmal abonnieren, folgt mir auf Instagram, wir machen täglich Stories. Ihr werdet schon, bevor die Videos rauskommen, darüber benachrichtigt, welches Video rauskommt.
Das ist manchmal eine ganz nice Sache. Ihr könnt mir auf Insta schreiben, wir können so ein bisschen interagieren. Ich antworte jedem, der mir schreibt. Ne? Das können die Brudis, die mir täglich schreiben, können das bestätigen. Auch wenn die täglich von mir wissen wollen, in welche Coins sie investieren dürfen und ich das gar nicht machen darf, Freunde. Ich bin kein Anlageberater, nicht blöd. Aber ich nehme euch das nicht böse. Ihr kriegt ja trotzdem von mir immer eine Antwort. Und so ein bisschen durch die Blume geht's auch. Und wenn ihr eine vernünftige Beratungsbasis wünscht, wo wir alle gemeinsam miteinander quatschen können, kommt in die Telegram-Gruppe, Freunde. Viele haben es nicht mitbekommen. Die Telegram-Gruppe besteht schon. Ne? Die erreicht ihr über die Mitgliedschaftsstufe Soldier, beziehungsweise ab der Mitgliedschaftsstufe Soldier. Und falls jetzt wieder einer anfängt zu heulen, weil hatten wir letztens auch, dreht sich alles nur ums Geld. Man muss auch gucken, wo man bleibt, Freunde. Die ganze Scheiße kostet mich 4-5 Stunden am Tag. Ich mache das wirklich gerne. Aber dementsprechend kann man auch über diese Wege ein bisschen was darüber zurückbekommen. Viele machen das freiwillig und einfach, weil sie ein gutes Herz haben, dementsprechend Wertschätzung gegenüberbringen und was zurückgeben, ist auf jeden Fall eine nice Sache. Peace geht raus an die Telegram-Gruppenmitglieder. Jungs, ihr wisst, wie sehr ich das appreciate. Und wir wachsen weiter, ist eine wunderbare Sache. Nochmal ein wichtiger Appell für alle, die bis jetzt noch dran sind. Laut YouTube sind das nicht viele am Ende eines Videos, aber die, die jetzt noch zuhören, bitte einmal Obacht, ja, wir haben das gestern über dem Community-Tab schon gemacht, auf diesem Kanal schwirren momentan Fake-Accounts rum in meinem Namen. Also mich erkennt ihr daran, wenn ich mit dem Namen Kryptogang, mit dem Banner schreibe und ich habe ein schwarzes oder graues Kästchen um meinen Namen rum, dann wisst ihr, okay, das ist der Kanaleigentümer, daran erkennt ihr mich. Ich habe Kommentare gesehen, da hat sich einer Pint bei Cryptogang genannt, postet irgendeine WhatsApp-Nummer drunter und es wurde scheinbar eine öffentliche Telegram-Gruppe erstellt. Das ist nicht von uns. Dieser Kanal hat keine öffentliche Telegram-Gruppe. Wie gesagt, es gibt eine Telegram-Gruppe, die ist aber exklusiv, die ist geschlossen. Das ist so gesehen geschlossene Gesellschaft. Da haben nur Leute Zutritt drüber, die Mitglied dieses Kanals sind. Dementsprechend bitte fallt da nicht drauf rein. Lasst euch nicht in irgendwelche öffentlichen Gruppen einladen und antwortet nicht auf solche Kommentare, die euch da irgendwelche Telefonnummern zuschieben, dass ihr euch da mal melden sollt und da mal melden sollt. Bitte nicht. Ganz wichtige Ansage nochmal. Das hat nichts mit diesem Kanal zu tun. Ich bin es nicht und ich versuche schon so gut wie es geht, das zu unterbinden und zu melden. Denn YouTube selber tut da relativ wenig bis gar nichts. Also bleibt das an uns YouTubern hängen. Ist eine blöde Sache, aber mein Gott, damit muss man leben. Damit kommen wir klar. Ich quatsche euch wieder ein Kotelett an der Backe, Freunde. Wir sehen uns morgen. Macht euch noch einen schönen Tag. Wetter ist ja richtig übel. Man verbrennt ja richtig. Und bleibt gesund. Dementsprechend sehen wir uns dann morgen zu einem neuen Video, Freunde. Habt noch einen schönen Tag. Und das ist natürlich wie Spiegel, hätte ich fast vergessen. Man sieht sich.